Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge hier in Spring Valley. Mein Ziel für heute ist es, dass wir weiterarbeiten an unserer Einwohnerzahl, dass wir schnell Richtung 2800 Einwohnern gehen. Das ist auch unser nächster Meilenstein. Dann sind wir eine boomende Kleinstadt. Ich möchte nämlich aus zwei Gründen relativ schnell jetzt dahin. Zum einen kriegen wir neue Grundstück oder ein neues Grundstück. Zum anderen können wir schon den ersten Bus fahren lassen. Und ja, das würde ich gerne von Anfang an diesmal einplanen. Das heißt, wir werden dann hier, ja, schon durch dieses Viertel, was wir haben, dann eine Buslinie, ja, oder vielleicht auch zwei implementieren, vielleicht zwei Ringlinien oder so. Muss ich gleich nochmal genau gucken. Vielleicht auch irgendwie was Richtung einer Straßenbahn, die genau mittig durchführt. Denn wir können ja eigentlich auch ja, auf die andere Seite rüber. Aber ich würde sagen, wir haben noch eine gewisse Nachfrage für Personengebäude, also Wohngebäude für Gewerbegebäude und der Industrie. Und wir haben zu wenig Wasser. Da könnten wir ja, wir haben so wenig, da müssten wir doch eigentlich das Budget erhöhen können. Auf 100%, da bräuchten wir doch jetzt gar nicht mal was Neues, was wir da bauen müssen. Okay, 32.000 ist echt eine Hausnummer. Ich gucke gerade, ob es hier irgendwie die Möglichkeit gibt, ja, noch anders ökologisch das Ganze zu lösen. Ich finde, es sieht nicht geil aus, wenn das alles so dreckig ist. Aber ich finde, wenn man dann doch was umstellt in der Stadt und geht Richtung, ja, oder geht gegen die Verschmutzung vor und hat dann, oder kann den Rückgang sehen vom Wasser, von der Verschmutzung, also von der Verschmutzung im Wasser. Ich finde, das hat schon was. Deswegen, ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, sofern wir uns das leisten können, würde ich erst einmal ohne in einer Verschmutzung des Wassers auskommen wollen. Ja, hier kommen gerade schon wieder so viele Eindrücke auf einmal. Strom hat gerade geleuchtet, Müll ist gerade da und was mit der Fischindustrie kam. Jetzt haben wir 13.000, das kostet ganze 6. Ich würde sagen, wir machen nur aber direkt mal 2. Was wir haben, haben wir. Wie sieht es denn da eigentlich aus mit dem Darlehen oder mit dem Budget? Das ist auf 100%. Da möchte ich das auch haben. Das ist okay. Müll. 4 nur in Verwendung. Ich glaube, normal sind 15 oder so. Das heißt, hier müssen wir mal auch ein bisschen was am Budget machen. Was haben wir jetzt? Vielleicht das Doppelte? 7. Aber ist okay. Ja, ist jetzt nicht ganz das Doppelte. Aber besser als gar nicht. Was kostest du jetzt? 104. Ich glaube, der kostet uns auch nur 150 die Woche. Wir stehen bei 3000. Da würde ich sagen, können wir eigentlich auch 100% machen. 160, ja okay. Aber ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Hauptsache unsere, in unserer Stadt gibt es keine Müllberge. Also da zahle ich lieber auch ein bisschen mehr. Weil, ja, es sammelt sich halt doch jetzt schon an der einen oder anderen Stelle. Hier brauchen wir dann selbstverständlich noch ein paar neue Wasserleitungen. Oh, egal. Das lasse ich jetzt so schief. Sind ja alle versorgt. Dann haben die auch nichts zu meckern. So. Dann haben wir jetzt Müll, Strom. Da wollte ich jetzt mal gucken, was hat mir denn die Fischindustrie gerade angezeigt? Wir könnten bauen einen Fischereihafen für 8000. Hängt alle Fischtypen.
Ja, warum nicht? Warum nicht schon damit mal anfangen, wenn wir uns das leisten können? Wir haben hier einen kleinen Strand. Da würden bestimmt auch schon die ein oder anderen Angler stehen, wenn da ein Fußweg hingehen würde, beziehungsweise ja, über das Gras kann man, glaube ich, auch sehr einfach dahin wandern. 8000 dauert natürlich jetzt noch ein wenig. Ich würde schon mal Zufahrtsstraße bauen, dass wir da schon mal das Geld investiert haben. Aber wir haben jetzt gleich auch schon die 2800 Einwohner. Dann gehen wir doch erstmal Richtung Buslinie. Oder kann und möchte ich irgendwo nochmal Gewerbe machen? Ich bin am Überlegen, das Ganze hier als Gewerbegebiet zu machen. Wir werden ja hier auch noch weiter expandieren. Vielleicht wird hier unten nochmal Richtung Autobahn, vielleicht nochmal eine Straße parallel geführt, dass sich das ja auch lohnt. Oder vielleicht kommt hier auch eine Abfahrt hin, ich weiß es nicht. Aber die Nachfrage ist da, die sollten wir eigentlich bedienen. Und dann haben wir auch schon die 2800 Einwohner. Guck gerade mal, was es noch gerade so gibt. Busdepot, genau darauf arbeiten wir hin. Oh, Friedhof. Friedhof kommt als erstes. Ah, da können wir gerne noch überlegen, ob wir direkt mit den besseren Bussen fahren. Ist aber kein Muss. Und vom Postamt würde ich, glaube ich, erstmal die Hände lassen. Ich das eigentlich cool finde. Ich habe halt auch lange beim CAP-Dienstleister gearbeitet, deswegen habe ich da halt irgendwie auch einen Bezug zu Post und Paketen. Deswegen, ja, finde ich sowas halt auch immer noch sehr interessant. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir das Geld dafür über haben. Jetzt auf jeden Fall kommt erstmal der erste Friedhof. Na gut, das ist natürlich, da habe ich natürlich jetzt gar nicht dran gedacht, muss ich gestehen. Vielleicht einfach mittig rein und vielleicht noch ein bisschen zubauen. Also vielleicht doch nochmal mit der Parallelstraße, die ich gerade angesprochen habe. Geht das schon dahinter? Ja, ungefähr so. Jetzt hier nochmal einmal Leute wohnen, haben wir noch ein bisschen mehr Fläche. Wie sieht's aus mit dem Wasser? Ist sogar fast überall gegeben. Das heißt, da müssten wir nicht mal extra Rohre bauen. Wir haben jetzt auch noch mehr als genügend Budget für das Busdepot. Ich würde das auch hier in der Ecke platzieren. Hier werden wir eh erstmal nichts verändern können, dadurch, dass wir da zwei Müllhalden haben, die ja dann erstmal geleert werden müssten, um sie zu verschieben. 40.000 zu 30.000. Ne, das ist mir die 10.000 ehrlicherweise nicht wert. Und im Unterhalt 720 ist schon viel. Ich hoffe aber, der Mehrwert, der lohnt sich für uns. Mach dich mal ganz kurz aus. Noch haben wir ja keine Buslinie. Aber damit würde ich mal direkt anfangen. So, wo wollen wir langfahren? Ich würde sagen, einmal außenrum. Hier kommt ja auch noch was hin. Ich würde sagen, einmal außenrum. Ein paar Meter können die gerne immer zu Fuß gehen, die Menschen. Da habe ich. Denk mal, das kriegen die hin. Hier machen wir mal an den beiden Außenhaltestellen. Machen wir hier zweite Straße. Hier müsste man vielleicht nochmal einen Fußgängerüberweg machen. Das sollte einer reichen, oder? Ja, auch nochmal, je nachdem, was da hinkommt. Hier kurz vor den Straßen. Oder mache ich jetzt hier nochmal einen hin? Hier möchte er irgendwie ganz komisch fahren mit mehreren Spurwechseln. Das soll er eigentlich nicht tun. Naja, machen wir hier die eine weg und machen hier die hin so. Es brennt. Das ist okay, wir haben eine Feuerwehr. Ich möchte gerne
Jetzt fahren die trotzdem hier so. Okay. Ah, okay, teilweise. Wollen die wohl ein bisschen zickzack fahren. Ja, sind hier sehr, sehr viele Haltestellen in der Stadt selber. Hier kommt dann ziemlich lange nichts. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, man kann sowas hier auch immer noch mal umarbeiten. So, haben wir. Dann haben wir da schon mal zwei Ringlinien, die ganz außen rum führen. Dann würde ich dasselbe, glaube ich, noch mal machen. Lass ich die jetzt auch da halten oder nicht? Ich glaube, ich hätte das gerne ein bisschen separiert. Ja, dann müssen die Menschen 3 Meter gehen, aber in City Skylines, finde ich, sind die Leute eh so viel zu Fuß unterwegs. Da sollte das nicht zu störend sein, wenn die da 3 Schritte laufen müssen. Und das möchte ich auch nochmal genau in die andere Richtung. Ich werde das farblich auch gleich nochmal ändern. So, Linie abschließen. Wir können das auch gerne direkt umbenennen, dann haben wir es. Du bist 1 und ich denke mal auch. Ja, dann nennen wir das doch mal Industrie Transfer 1. Transfer 2. Buslinie 3 und 4 würde ich auch umbenennen. Allerdings soll das hier einen Bezug bekommen. Und ich würde sagen, wir machen dafür einfach hier schon mal ein Stadtviertel und übernehmen dann den Namen des Viertels. Ich würde da jetzt noch keine Richtlinien oder sowas machen. Ich möchte jetzt nur mal schon mal einen Namen haben. Deswegen mache ich das jetzt so halb. Achso, hier hätte ich abbiegen wollen. Mache ich das so halb ordentlich. Hier fehlen ja jetzt auch nochmal 1, 2 Straßen. Oder auch so nochmal ein bisschen. Ich glaube, das wird ein... Also mich wird das, glaube ich, triggern, wenn ich das dann sehe. Und wir haben hier so Butler-Höhlen. Okay. Ich sehe es ja so gar nicht. Okay, wäre egal gewesen. Butler... Höhen. Ah, nicht Büttler, Butler. Höhen 1. Oh. 2. Ach, habe ich das hier gar nicht gespeichert? Nicht Enter gedrückt. So. Verschiedene Farben. Wenn die immer das Ganze in Blau machen, dann würde ich doch jetzt mal hier... Grün nehmen. Hier können wir... Oh, lasst uns... Ich glaube, hier drin würde ich mal den Schulbus fahren. Die habe ich, glaube ich, noch nie fahren lassen. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie viele Fahrzeuge die uns pro Linie sagen. 7 ist mir viel zu viel. Ich würde mal mit 4 gehen. Jetzt auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Es soll ein nettes... Zubrot am Anfang sein. Oh, die Leute stehen schon überall, obwohl wir noch gar nicht die Busse auf den Linien haben. Da kommen sie raus. Könnte man eigentlich da auch direkt ein Thumbnail rausmachen. Aber dann warte ich mal auf den ersten Schulbus. Können wir das direkt hier mit dem Busdepot in Verbindung bringen, weil das kriege ich als Thumbnail später nicht nochmal hin. Da kann ich die Busse dann nur auf der Linie erreichen. Und wo haben wir jetzt eine Buslinie hier? Oh, das sind schon echt einige. Das sind mehr, als ich gedacht habe. Okay, hier sind... Ja, wir werden mit den Bussen nicht auskommen.
Und es sind viele, die ja mit der Linie fahren wollen, wo sieben Busse am Anfang standen. Aber eine Kleinigkeit fehlt mir noch. Das ist hier oben der Fußgängerüberweg. Gut, dann haben wir die Busse jetzt. Bin ich sehr zufrieden mit. Lass uns mal angucken, wie viele da stehen. Fangen wir mal mit den einfachen an. Hier haben wir eine Kapazität von 30. Da stehen 90. Okay, können wir auf 5 locker gehen. Ich weiß nicht, ab welchem Zeitpunkt sich das rentiert oder ob das sich überhaupt irgendwann in irgendeiner Stadt rentiert. Hier könnten wir fast bei 3 bleiben. Das ist der nächste volle. Wir haben jetzt 30. Die Frage ist, wo die hinwollen. Wenn welche vorher aussteigen, könnte es sogar passen, dass wir überall auskommen. Machen wir nochmal einen Bus als Reserve. Ja, und jetzt hier werden viele stehen. 77, 50. Ja, das sind natürlich die allen in den Wohnvierteln. 10 ist mir zu viel. Über 100% können wir reden, das sind dann 7. 6, ja, hier natürlich. Also die wollen halt entweder wollen die alles zur Arbeit oder die wollen halt diese kurzen Strecken dann doch nicht zu Fuß gehen und lieber mit dem Bus fahren. Kann natürlich auch sein. Dann erhöhen wir da mal ein wenig die Kapazitäten. Es zeigt sich gerade wirtschaftlich so, dass wir... Oh, wir zahlen 905. Das finde ich viel. Dafür, dass wir 290 einnehmen. Dann wird mich echt mal interessieren, wie das läuft. Oder ob ihr es schafft, dass das ein Gewinngeschäft ist. Dass man Gewinn macht mit dem Nahverkehr. Also klar, wenn wir jetzt über Gütertransfer noch reden und alles und die Güterbahnhöfe haben, dann zählt das natürlich bei den Ausgaben dazu. Aber wir haben natürlich dadurch keine Einnahmen. Aber wenn man jetzt eine Karte hat, die vielleicht nur rein Personenverkehr hat, ob das sich rentiert. Denn soweit ich weiß, können wir nicht einstellen oder können wir nicht die Preise einstellen. Post ist auch nur Verlust, okay. Sightseeing, Taxi. Aber zumindest sind ein paar Leute von den Straßen runter. Ein paar Autos. Auch hier so irgendwo im Nirgendwo. Ja, wir haben immer noch eine Nachfrage an oder nach den Industriegebieten. Ich würde das gerne hier hinten irgendwie mit kombinieren. Aber ich bin mir halt jetzt noch unschlüssig, ob ich da direkt so eine Industrie haben möchte. Also ich würde ja hier Landwirtschaft machen, selbstverständlich dann. Oder ob ich noch die normale Industrie nehme und einfach das spezialisiere auf Landwirtschaft. Oder auf Agrar, wie es da gerade stand. Da bin ich mir ehrlicherweise noch ein bisschen unschlüssig. Ich will jetzt allerdings mit der Fischindustrie erstmal anfangen wollen. Kostet 80 Unterhalt. Weil die hoffen, dass wir 80 verdienen. Aber können wir das denn sehen bei der Fischindustrie? Wirtschaft. Fisch. 15. Okay, ja, das können wir sogar sehen. Vielleicht jetzt gerade so früh in der frühen Phase des Spiels. Auch wenn wir hier das noch so machen, haben wir nochmal 7 Megawatt und wir haben, oder wir kommen drumherum, Strommasten zu setzen. Ach, reicht das schon? Ja. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon einmal. Dann machen wir jetzt eine Linie. Frage ist halt, wie viel Strecke brauchen wir wohl hier, um die 100% voll zu machen. Ich würde sogar schon... einfach mal ausprobieren. Da haben wir viel lila. Gehen wir dann nochmal hier durch, wo die
Dellen sind. Ich würde einfach mal schon mal die Route ausprobieren. Wenn die Route nämlich jetzt sagt, wir haben schon 100% oder 98%. Na, hier hinten fahren müssen wir nicht. Das, also, die Schiffe werden eigentlich immer relativ schnell voll. ...26 Arbeiter, ist auch vollkommen in Ordnung. So, wie sieht es denn eigentlich mit der Schule aus? Ja, da könnten wir auf jeden Fall nochmal eine gebrauchen. Ah, das erste Schiff fährt, da würde ich gerne dabei sein. Und hier werden wir gleich nochmal schultechnisch was planen. Da ist es. Ja, ihr seht, wir haben noch nicht viel Strecke. Und wir sind schon bei 35, 36%. Also es geht echt ziemlich schnell. Also er hat das jetzt nicht bemessen dadurch, wie ich die Route gemacht habe, sondern der fährt einfach und wenn er voll ist, ist er voll. Ich würde auch gerne, das weiß ich jetzt nicht, ich würde auch gerne mal mir gleich das zweite Schiff angucken und gucken, ob der an genau derselben Stelle auch die 100% hat. Rein theoretisch könnten wir gleich, also wir wenden ja jetzt erst mal 80% knapp. Ansonsten könnten wir wirklich gucken, wo haben wir 50%, machen kurz Pause, machen die Route neu und ab da drehen wir die Schiffe. Weil, ja, was sollen die jetzt so lange gleich fahren mit einem vollen Tank? Das lohnt sich ja vorne und hinten nicht. So, jetzt haben wir 100% voll. Das ist hier. Der Suchpfad. Lass mal die Maus ruhig da liegen. Ich guck mir das mal an. Oder ich krieg das Schiff an, wenn es hier an der Maus vorbeigefahren ist. Auch 100%. Alles klar. Okay. Dann bist du jetzt unser Schiff, was wir beobachten, bis du die 100%, die 50% voll hast. So, dann würde ich doch mal kurz pausieren. Gehen wir nochmal hier. Nee, Route möchte ich nicht löschen. Aber ich hoffe, ich kann die... Oh, wo ist denn jetzt das Schiff hin? Da. Das kann ich alles löschen. Das finde ich schon mal gut. Ich hoffe, die Schiffe verliere ich jetzt nicht. Hier dran gehen, müsste das ja eigentlich schon reichen. So, so reicht doch schon. Also wenn das 100% sind, dann ist das auf jeden, dann haben wir auf jeden Fall noch nicht mit einer Überfischung zu kämpfen, denn ja, der Weg ist ja richtig kurz. Gut, dass wir das auch direkt testen können durch den vierten Fischkutter, der hier noch in der Reihe ist. Ein gut funktionierendes Postamt macht die Bürger um einiges zufriedener. Ja, das würde vielleicht auch gut in das Gewerbegebiet passen, wenn da noch ein bisschen Platz ist. Das Gewerbegebiet mit der neuen Schule. Ich glaube, das könnte, könnte ganz gut ankommen. Also wenn er jetzt mit 98% ankommt, ist voll okay. Wenn er mit 100% ankommt und hat die kurz vorher erzielt, auch alles in Ordnung. Aber ich finde doch schon erstaunlich, wie kurz der Weg ist. Na, jetzt können wir noch raten. Ich sage, wir schaffen nicht mehr die 100%. Oder? Doch, die schaffen wir. Geht ja jetzt doch noch ziemlich zügig hier am... wo man schon wieder Sand sieht. Okay, da haben wir 100%. Das kann so bleiben. Das kann auf jeden Fall so bleiben.
So, du kommst jetzt an und jetzt fährt direkt ein Laster los. Oder wie funktioniert das? Oder wie viel Fisch haben wir gefangen? 2 Tonnen, waren die vorher auch schon da? Oder noch nicht? So ein bisschen mal die Fischerei verstehen. Mal gucken, wenn er reinkommt. Ich würde auch mal interessieren, wie viel Tonnen so ein LKW hat. Ob der auch eine Tonne pro Schiff. Ob der auch, weiß ich nicht, was haben wir bei den LKWs auf der Straße? Gesamtgewicht bis zu 40 Tonnen. Was wiegt so ein LKW? 16 bis 24 Tonnen und dasselbe dann, ja, dementsprechend nochmal als Ladung. Oder ob die hier eher losfahren, weil 6 LKW oder 6 Frachtlaster ist natürlich schon eine ganze Menge. Das sind natürlich dann noch einige Runden, die so ein Schiff fahren muss. Das sind ja alleine, jedes Schiff fährt 8 Mal und dann ist das Ganze erstmal voll hier. Wenn ich dran denke, würde ich das, glaube ich, mal im Auge behalten. Bauen Sie mehr Industriegebiete. Ja, das kommt dann morgen. Ich würde nämlich sagen, wir haben jetzt schon, oder gehen wieder so langsam auf die 30 Minuten zu. Morgen geht es ja weiter. Deswegen würde ich einfach sagen, war es das schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde mal nochmal jetzt nebenbei gucken, ab wann Laster losfährt und euch das morgen mitteilen. War es dann für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Und dann sage ich einfach mal bis morgen. Ciao.